Heimat ist das, wo ich lebe, liebe meine Kinder, meine Frau, wo ich zu Hause bin. Alles kühl, alles schön, das ist so unsere Heimat. Meine Heimat ist ja da, wo ich aufgewachsen bin, wo ich meine Familie habe, und das ist meine Heimat. Und die Heimat besteht aus drei Sachen: Frieden, Familie und Liebe und die Arbeit, die man für die Gesellschaft tut. Heimat ist da, wo man lebt und wo das Herz ist und wo man vielleicht ein Haus hat oder sein Auskommen hat, Freunde hat. Meine Kinder, meine Enkelkinder, meine Urenkelchen und alles. Und das ist jetzt unsere Heimat geworden, und es ist so mal so. Also für mich Heimat ist, wo man geboren ist. Ich bin in Pommern geboren, aber meine Heimat habe ich jetzt hier. Das möchte ich, glaube ich, mal unterscheiden. Geburtsort und Heimatsort. Niemand kann seine Heimat vergessen. Ich habe angefangen, etwas Notwendiges für die, etwas Notwendiges für die Gesellschaft zu tun. Deshalb habe ich damit angefangen, Deutschland als meine neue Heimat zu finden. Seit Anbeginn der Zeit sind Menschen gezwungen, vor den Auswirkungen von Gewalt und Zerstörung zu fliehen. Das Ende des Nationalsozialismus in Deutschland und der Bürgerkrieg in Syrien sind nur zwei Beispiele für die verheerenden Folgen für die Menschen in den jeweiligen Ländern. Sie sind gezwungen, Besitz, Angehörige und Heimat hinter sich zu lassen und Sicherheit in einer neuen, unbekannten Umgebung zu suchen. Doch warum waren die Deutschen damals und sind die Syrer heute überhaupt zur Flucht gezwungen? Während und nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu Flucht, Vertreibung und der erzwungenen Auswanderung großer Teile der ansässigen deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen aus Mittel- und Osteuropa. Als Folge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und den verübten Kriegsverbrechen in diesen und anderen Gebieten erlitt das Deutsche Reich enorme Gebietsverluste, die die Siegermächte, die USA, die Sowjetunion und Großbritannien festlegten. Dies geschah auf der Potsdamer Konferenz, nachdem Deutschland am 8. Mai 1945 letztendlich bedingungslos kapitulieren musste, und betraf vor allem die Gebiete Ostpreußen, Pommern, Brandenburg und Schlesien. Durch den Vormarsch der Roten Armee von Osten her fliehen Millionen Deutsche gen Westen, da ihnen andernfalls Mord, Vergewaltigung oder Verschleppung und Zwangsarbeit drohen. Dies betraf nach heutigen Schätzungen etwa 12 bis 14 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen hatten keine Zeit, sich vorzubereiten, und reisten entsprechend unter schlimmsten Bedingungen. Zusätzlich wurden sie von der russischen Armee und Teilen der Bevölkerung verfolgt, die Flüchtlinge eher als deutsche Wehrmacht, denn als Zivilbevölkerung behandelten. Etwa 2 Millionen Menschen verloren auf der Flucht ihr Leben. Auch nach ihrer Ankunft in den weiterhin deutschen Gebieten verbesserte sich ihre Lebenssituation oftmals nicht. Noch von den Folgen des Krieges stark gezeichnet, reagierte die Bevölkerung eher ablehnend auf die Ankommenden. Diese mussten nun versuchen, sich oftmals ohne eigenen Besitz und soziale Anbindung ein neues Leben aufzubauen. Die Lage in Syrien dagegen stellt sich folgendermaßen dar. Seit dem Jahr 2011 herrscht in Syrien ein Bürgerkrieg. Dieser ergab sich zunächst aus Protesten der Bevölkerung gegen die diktatorische Regierung Assads,
Im Laufe der Zeit kam es aber auch innerhalb der Bevölkerung zu einer Spaltung, da in Syrien zahlreiche verschiedene ethnische und religiöse Gruppen leben, die eigene Absichten verfolgen. Diese Gruppen werden mittlerweile durch verschiedene Länder auf verschiedene Art und Weisen unterstützt, welche wiederum eigene Ziele verfolgen. Damit hat sich der Krieg zu einem sogenannten Stellvertreterkrieg ausgeweitet. Diese gewaltsamen Auseinandersetzungen haben Verschleppung und Mord zur Folge, vor denen viele Syrer sich in Sicherheit bringen wollen. Deshalb fliehen sie. Die Mehrzahl von ihnen in die angrenzenden Länder Libanon, Jordanien, Türkei und den Irak. Einige aber auch nach Europa. Hier lebt der Großteil von ihnen in Deutschland. Von etwa 5,4 Millionen Flüchtlingen leben etwa 700.000 in Deutschland. Hier stoßen sie von Seiten der Bevölkerung oftmals zunächst auf Misstrauen. Unterschiede in Sprache, Aussehen und Unwissenheit über die politische Lage in Syrien führen zu Ablehnung durch Teile der deutschen Bevölkerung. Aber auch Hilfsangebote und freundliche Reaktionen sind vorhanden. Wie auch viele Deutsche vor etwa 70 Jahren stehen sie in einer neuen Umgebung vor dem Nichts und müssen zudem um den unklaren Zustand von Freunden und Familie in Syrien bangen. Wann und ob sie jemals in ihre Heimat zurückkehren können, bleibt vorerst unklar. Man gehörte nirgends mehr hin, nirgendwo gehörte man hin, keiner wollte einen haben, alle Menschen waren sich feindlich gesinnt. Es gibt auch Leute, die uns so die ganze Zeit böse gucken, weil was macht er hier, warum ist er hier? Das sind ja nur die Flüchtlinge. Immer so gegen uns und so, wo sind uns? Hat sich keiner um uns gekümmert, da hat keiner gesagt, ihr seid Flüchtlinge. Nein, ihr kommt wieder nach Hause. Viele Leute können böse gucken oder einfach schreien, ach, kehrst in deine Heimat zurück. Wir wären lieber heute als morgen gegangen, wenn wir gekonnt hätten und gewusst hätten, wohin, ja. Wir waren eine billige Arbeitskraft, das war das Einzige. Weil jeder war froh, wenn er ihn, den brauchte er ja nicht, den Lohn zahlen, den Zustand. Und es gab auch Leute, die unsere Sachen klauen mussten. Wir sind diese anderen Menschen, ja, vielleicht sind gute Menschen, aber man kann niemand vertrauen. Es hat keinen mehr interessiert, wie der andere sich fühlt oder wie es weitergehen soll. Oder es war ungesetzlich, unmenschlich. Mein Geburtsort hieß Radstamnitz, lag im Kreis Stolp in Hinterpommern. Ich komme ursprünglich aus Syrien, aus dem Staat. Ich bin in Magdeburg geboren, aus Ostpreußen. Ja, ich komme aus Syrien. Ich komme auch aus Syrien. Ja, Februar 45. Ich habe meine Heimat am Oktober 2015 verlassen. Verlassen müsste ich jetzt sagen zweimal. Einmal im März 1945, wie der Russe bei uns einrückte. Und dann die wirkliche Aussiedlung erfolgte ja erst bei mir 1957. Entschuldigung, 1947. Das Annähern der Front. In unser Land war Krieg und so und Ungerechtigkeit. Der Krieg, der schlimme Krieg, der hat uns da vertrieben. Wir wären nicht alleine weggegangen. Kinderreiche Familien mussten Magdeburg verlassen. Und da wir in Magdeburg keinerlei Verwandtschaft hatten, sind wir von Magdeburg nach Schlesien wieder zurück, weil alle meine Geschwister sind da geboren und meine ganzen Verwandten wohnten da. Und von da aus mussten wir dann wieder zurück, aufgrund der Kriegserlebnisse. Auf einmal kam der Militärdienst.
Alle Jungs in Syrien während des Studiums sind von dem Militärdienst gefreit, befreit, aber danach müssen sie zu der Armee gehen. Ich war in Antrag gestellt für die Befreiung, weil ich ein Masterstudent auch war, aber es war nicht erfolgreich. Das wurde abgelehnt. Wir haben besser Leben gesucht, deswegen sind wir zum Deutschland gekommen. Alle Kriegsparteien sind falsch, alle kämpfen gegeneinander für die Macht. Und die Zivilisten sind immer die Opfer. Ich wollte nicht ein Täter sein. Ich wollte nicht mich mit dem Krieg beteiligen. Bei der Flucht hat jeder versucht, so viel wie möglich mitzunehmen. Es war ja wenig, was wir mitnehmen konnten. So, Kleidung. Geld, Handy. Ich hatte einen Rucksack mit einem Pullover, ein Jeans, ein paar Hemden und das war alles. Ich habe eine kleine Tasche gehabt, das war ein bisschen Sachen drin, ein bisschen Essen auch. Und diese Gebäck wurde in dem Schlauchboot verloren. Aber Opa, der hatte noch zum Glück noch schnell ein Schwein geschlachtet. Und dass wir was zu essen hatten. Ich hatte ein kleines Metallschild um, da stand mein Name, der Wohnort und das Geburtsdatum. Und dieses kleine Metallschild war ja sicher eine Sicherheit, falls man verloren geht. Denn viele sind verloren gegangen in der Zeit, ja. Wir waren mit Pferd und Wagen, also mit dem Pferdewagen unterwegs. Mit Bus, auch Zug und auch zu Fuß. Zu Fuß, im Bus, mit einem Pferdewagen, mit Viehtransportern. In diesen Viehtransportern durfte man auch keinen Mucks sagen, weil draußen wahrscheinlich der Feind schon lauerte. Dazu musste man sagen, es war März, 6. März. Wir hatten einen Wintereinbruch. Das war kalt, als wir unterwegs waren. Also als ich in Makedonien war, war das erst circa, das war minus 10 und wir sollten eigentlich über 12 Stunden warten. Die Älteren wissen alle, dass das ein schlimmer, kalter Winter war. Bei minus 20 Grad circa sind wir dann zu viert. Meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder und ich. Ich war allein. Und wir mussten dann wieder, wer weiß wie lange, warten. Aber da hat sich keiner gekümmert, dass wir da irgendwo einen Schluck Wasser gekriegt haben oder irgendwas. Manchmal haben wir in der Straße geschlafen, manchmal in große Saalen geschlafen mit anderen hunderten Menschen. Das war nicht einfach. Die Erlebnis, die sozusagen meines Lebens ändert hat, ist die Reise im Schlauchboot. Das ist aber nur eine sehr schlechte oder eine Geschichte, die sehr an die Nerven geht. Dann sind wir durch die Tschechei gekommen, damals Tschechei. Und die haben uns so gehasst, die Leute. Da kam dann auch ein Kind und hat vielleicht so 10 Jahre mit einem großen Pflasterstein und hat mich mit Pflasterstein beworfen. Wir waren 3 Tage und 3 Nächte unterwegs in dieser kalten Jahreszeit. Und Oma, die hatte ihre Füße, waren schwarz gefroren, so erfroren. Dass wir Kleinkinder sehen, wie sie frieren, das war auch sehr schwer. Also man kann gar nicht auch helfen. Jedenfalls hat er ihn vor der Brust gestoßen, 3 Schritte zurück. Und dann hat er die Pistole schon wieder und hat den auf den geschossen und ich sehe das heute noch, wie er sich dann so langsam auf der eigenen Achse drehte und nach links wegfiel. Alle unsere Sachen wurden ins Meer verloren. Ich selber habe 2 Kinder von dem Wasser genommen und zu dem Kost gebracht. Und ich habe das meiner Mutter erzählt und da hat sie gesagt, also wenn es so weit ist, dass Kinder schon hassen, dann müssen wir hier weg.
Wir hatten ja das Haus. Hatte mein Vater ja vor dem Krieg gekauft und das war Eigentum. Und das, dahin hat es uns gezogen. Also bis dahin war immer unser Denken. Während meiner Reise wusste ich nicht, was zu erwarten. Weil einfach, ich war an der Reise, ich wusste nicht, wo ich meinen Asylantrag stellen darf oder stellen kann. Ich weiß bloß noch, wie die Leute mal alle kamen und die haben sich dann Flüchtlinge ausgesucht, die sie mitnehmen wollten, ja, nach Hause. Und da war ein Ehepaar und die sagt die Frau, wir nehmen die Frau mit den zwei Mädchen. Wir haben ja auch die beiden Mädchen. So, und da hatten wir so ein Glück. Ich habe gelebt im Kinderheim. Ja, ich war so fast 2 Monate. Und dann meine Eltern sind zum Deutschland auch gekommen. Und dann ich bin mit meinen Eltern gegangen. Durch eine Tante habe ich dann meinen Bruder oder meine beiden Brüder hintereinander gefunden. Und da hatten wir keine Fenster drin. Wir hatten nur Pappe vor den Fenstern. Und der Nachbar hatte dann alle Möbel, die wir hatten, alle verkauft. Am Anfang war ich in dem Asylheim mit ungefähr 300 anderen Menschen. Und das Asylheim war wie Wohnungen. Jede Wohnung war Kleinwohnung, 3 Räume, 6 Leute drin. Was wollt ihr hier? Ihr seid Flüchtlinge, ihr habt ja nichts zu suchen, geht nach Hause, woher ihr gekommen seid. Das sind ja nur die Flüchtlinge, die kriegen eine Kammer, wo 2 Betten reinpassen und ein paar Haken an der Wand, wo sie ihre Sachen anhängen können. Das genügte. Es gibt immer Probleme hier im Osten von Deutschland. Sie müssen auch keine anderen Leute hier leben. Und deswegen haben wir immer Probleme gehabt. Es gibt auch Leute, die uns so die ganze Zeit böse gucken, weil was macht er hier? Warum ist er hier? Und sie möchten nicht an uns denken, warum wir nach Deutschland gekommen sind, was wir hier gelebt haben. Wir sind ja denn wirklich, wie im wahrsten Sinne des Wortes, bald verhungert, weil wir ja nicht dazu zählten, ja. Man musste dann dazu sehen, dass man Kartoffeln bekam oder irgendwas. Ja, so hat man dann überlebt nach dem Krieg. Und allmählich ging es dann irgendwie bergauf, ich weiß es nicht. Die positive Sache, es gab einen Willkommensbund in Stadtfeld. Die haben uns mit offenen Armen und wärmen Herzen aufgenommen. Es gibt auch Leute, die sehr gut mit uns sind, die nett sind, die uns ja immer die ganze Zeit helfen möchten. Nee, ich glaube, das ist das Gleiche. Sie sind auch wegen Krieg geflüchtet, sie möchten auch bessere Leben leben. Und wir möchten das auch. Also ich glaube, das Gleiche. Das ist meiner Meinung nach ganz was anderes. Das war damals das Ende des Krieges, das Ende der Nazi-Herrschaft. Diese heutigen Kriege sind doch in der Regel alles Wirtschaftskriege. Als Wohlstandsflüchtling, weil es eben woanders schöner ist, besser ist, gepflegter ist und man ein besseres Leben hat, da sehe ich das nicht ein. Die Unterschiede zum Beispiel können sein, dass sie haben Deutsch gesprochen, sie hatten zum Beispiel die gleiche Kultur, die gleiche Traditionen, die gleiche Religion. Warum ich das anders sehe, ist wahrscheinlich auch meine eigene Auffassung. Aber was uns gemeinsam bringt, ist, dass sie wussten nicht, wo sie gehen sollten, was erwartet für sie, was die zum Beispiel Bedingungen in dem neuen Heimat, in dem neuen Land und auch dieses Angst von was, vor was kommt, ist, was uns zusammenbringt. Wer jetzt aus Notsituationen flüchten muss, weil geschossen wird oder Krieg ist, da sehe ich das ein, dass man da seine Heimat verlässt. Flüchtlinge sind Flüchtlinge. Die sind fliehen vor irgendwas. Die Integration ist ein gegenseitiges Verfahren. Zum Beispiel von der Stadt und
von den Flüchtlingen sich selbst? Das Erste, was man machen muss, dass die Leute natürlich Essen haben und Unterkunft. Wenn man in einem neuen Land ist, dann sollte er die Sprache lernen, weil er mit anderen Menschen Kontakt bauen müsste. In erster Linie wichtig, dass die Leute die deutsche Sprache lernen. Denn wenn ich hierher komme, will ich hier arbeiten. Man muss nicht ohne etwas zu tun bleiben, weil das ist sehr wichtig, damit wir ein Teil dieser Gesellschaft werden konnten, damit wir uns mit dieser Gesellschaft beteiligen konnten. Die Schulbildung ist doch das A und O für solche Menschen. Die können sich hier gar nicht einfügen, wenn sie nicht geschult werden. Zur Schule gehen und nicht einfach zu Hause bleiben und warten, dass die Stadt vor ihm das Geld bezahlt. Er soll alleine anfangen, ein neues Leben zu bauen. So, das ist ein gegenseitiges Verfahren. Chancen von den Arbeitsgebern und von der Stadt und auch Mühe von den Geflüchteten, damit die Integration richtig erfolgen kann. Was ich vermisse, ist diese Tradition. Was mich mit meiner Heimat verbindet, möchte ich auch immer haben. Man denkt da oft dran, das muss ich ehrlich sagen. Also ich vermisse alles. Ich war noch klein und meine Geschwister waren da, meine Mutter war da. Dann ist das Leben in Ordnung, ja, wenn man klein ist. Auch ohne Familie, das wird auch mehr schwerer. Ich vermisse meine Familie. Meine Eltern, meine Geschwister. Auch meine Schwester, mein Opa und meine Oma. Ja, jeden Tag hoffe ich, dass ich zu meiner Heimat zurückkehren kann. Naja, das haben wir bis zuletzt gehofft. Diese Hoffnung, muss ich ehrlich sagen, hatte ich nie. Ohne Krieg wäre es kein Zurück in die Heimat. Und Krieg wollten wir nicht mehr. Unser Land braucht viel Zeit noch. Ich bin sehr dankbar. Das war nicht einfach. Das brauchte viel Geduld, viel Mühe, viel Arbeit. Aber es lohnt sich. Jedenfalls ein schönes Leben. Jedes Leben ist einzigartig. Jede Erfahrung ist einzigartig. Jede Flucht ist einzigartig. Was verbindet, ist der Wunsch nach Frieden. Der Wunsch nach Heimat.